So, kommen wir nun zum nächsten Spiel, und zwar Schweiz ist im Begriff, gegen Argentinien zu verlieren. Ist da noch ein Sieg drin? Damit würde das Team ins Viertelfinale einziehen. Ja. Gewinnerspiel, kassiere keine weiteren Tore, keine gelben Karten. Ja, ich mach's im Halbprofi. Probieren wir jetzt mal. Vielleicht müssen wir einen Freistoß schießen. Dann hätten wir noch die besten Karten. So, aber auf jeden Fall, ja. Sind wir gerade dabei, die ganzen Viertelfinalgegner herauszufinden. Beziehungsweise, wir wissen das natürlich in Wahrheit schon, aber jetzt hier in dem Szenario könnte es Schweiz packen. Jetzt komm. Nachdem sie getroffen haben, Seehofer. Seehofer. Seehofer mit dem 1-1. Jawohl. Seferovic. Seehofer. Seferovic. Macht das Tor für Mansfield. Und damit geht momentan seine Karriere vorbei. Weiter. Vorbei ist ja in diesem Szenario noch nicht. Chelami. Chelami. Ui. Oh, Eckball noch, oder? Eckball. Jawohl, Eckball. Sherdan Shaqiri. Oh. So. Berami. Berami! Berami mit dem Tor. Mit dem entscheidenden Treffer. Es steht 2 zu 1. Es steht 2 zu 1. Nach dem Tor von Di Maria hat die Schweiz es noch gedreht. Von einem 1 zu 0. Aus 0 zu 1. 1 zu 1. Und damit geht die Karriere von Otmar Hitzfeld momentan weiter. Ja, und stehen damit auch im Viertelfinale. Kann Argentinien noch drehen? Kann es noch Argentinien schaffen? Momentan sieht es nicht danach aus. Ein Foul. Higuain. Alles nach vorne. Alles nach vorne. Und Diego Bernaglio hat den Ball fest. Und das war's. Das war's. Schweiz ist im Viertelfinale und haben das Spiel gedreht. Sehr schön. Ja, jetzt kommen wir mal zum offiziellen Teil. Ja. Leider hat es die Schweiz nicht geschafft. Sind leider mit 1-0 rausgeflogen. Und Ottmar Hitzfeld musste seine Karriere beenden oder hat seine Karriere beendet. Ist jetzt im Ruhestand. Ja, ein großer Trainer. Danke, dass er uns damals den Champions League Sieg 2001 beschert hat. Oder tolle Jahre beim FC Bayern, was er für Erfolge geleistet hat. Einfach unglaublich, auch was er Dortmund geschafft hat. Auch sehr, sehr gut. Und was er auch bei der Schweiz aufgebaut hat in den letzten 6 Jahren. Auch sehr, sehr beachtlich und sehr, sehr gut. Der General geht. Ein großer Trainer für mich, eine Legende auf jeden Fall. Und ich wünsche denen alles Gute und hoffe noch, dass er uns noch viele Jahre erhalten bleibt. Viele, viele Jahre, und vielleicht sieht man ihn ab und zu bei Interviews, wie zum Beispiel auch den Jupp, den ich auch sehr vermisse. Genau wie ihn Ottmar werde ich auch vermissen.